Der ist zu stark für mich. Oh, diese doppelte Stimme von den Little Sisters, Alter. Da kriege ich so... Der ist jetzt... Scheiße, der ist ja jetzt immer noch sauer auf mich, oder? Hey, kennst du mich noch? Der ist rot. Ist nicht gut. Scheiße, aber der ist richtig weit runter. Das ist gut, das ist gut. Jetzt, ich bin zwar jetzt zweimal gestorben, aber scheiß drauf. Weil Malle ist nur einmal mehr, Bitches. Ich verspreche dir auch, es tut nicht weh. Hehe. Du Hund, du. Kleine Nutte. Ja, adoptieren. Komm her. So, eine Little Sister dabei zu haben, ist immer gut. Hm. Was ist das? Also. Ja. Hehe, ich habe einen Big Daddy getötet. So, eigentlich ein Freund von mir, aber egal. So, erstmal in die andere Richtung laufen. Das Judas. Ja. Wäre witzig, wenn die jetzt wirklich Feuer gefangen hätten. Aber wahrscheinlich hat er da drin einen Feuerlöscher und ABC-Schaum oder sowas. Das Ding ist halt, ich habe jetzt eine Little Sister dabei, ne? Dadurch bin ich direkt Staatsfeind Nummer 1 gefühlt. Buch aufgehoben. Ja, aber vorher ist schon auch geil. Gracie sagt, verzieh dich und verreck, du Black and Up. Okay, ich kann ihn nicht. Tja, alter Knabe, ich schätze mal, Gracie ist zu Hause. Aber dieser Kleiderschrank hat dir gerade mein halbes Hotel in den Weg gepflanzt. Und um da durchzukommen, musst du rausfinden, woher er seine Kräfte hat. Ja, los. Zuschlag. Besorg dir eine Genforschungskamera, mein Junge. Mit so einem Ding kannst du dir jede Menge Tricks von den Splicern abgucken. Vielleicht jetzt erschießen. Versuch's in dem Leihhaus downtown. So. Bisschen Adam gekriegt hier. So, die Teile zeigen sind... Nein! Scheiße! Alter, das sind so krasse Teile. Ja, hatte ich keine Schritte. Nein, und jetzt habe ich auch noch zwei Pfeile verfummelt, ey. Oh, Manuel. Erstmal hängen. Die kleine Witchy. Nochmal hängen. Scheiße. Tötet ihn, komm. Wodurch wurde ich jetzt getötet? Ich will jetzt diesen Kack-Safe da haben. Außerdem sind die Bots jetzt meine Freunde da.
Oh, das gibt's doch nicht. Wir sollten so mit Sicherheitsbord reinhalten. Alter! Junge, es nervt. Ey, Alter, ich bin kacke. Lol, ich hab Antipersonenkugeln. Cool. So, jetzt will ich, ey, ganz ehrlich, mir ist das scheißegal, wie oft ich noch sterbe, ne? Das ist doch nicht wahr. Richtig krass, also mit der Ziel. Scheiße. Ja. Was soll ich denn machen? Also ich darf einfach nicht den Alarm auflösen. Weil, ne? Ich habe keine Munition mehr jetzt. Alter, wehe, das hat sich nicht gelohnt, ey. Jetzt immer schon vorsichtig. Alter, wie oft muss ich den hacken? Kein Bock mehr auf euch, ihr Kackviecher, ey. Ja, hier, komm, fick dich, ey, ganz ehrlich. Ja, komm, pass voll auf. Klasse. Ja, und dann explodiert er und dadurch kriege ich natürlich Hundesöhne hoch 10.000. Alter, wenn da nicht was richtig krass geiles drin ist, ne? Ich habe nichts mehr. Ich hatte vorher eine Menge. Ich habe nichts mehr. Wenn da nicht 1000 Millionen Euro drin sind, ne? Alter, ich dachte schon, ey. Ja, ach nee. Okay, das, okay, die Dollar, okay, das reicht mir. Okay, ich habe auch Antipersonenpfeile gekriegt. Das geht klar. So, erstmal durch die Menge alles. So, ja, schon ein bisschen Dollar hier. Gehen Upgrades, bringt mir nichts. Aspirin, geil hier alles. Okay, schön, Treibstoffstation läuft auch voll bei der. So, dann geben wir hier ein bisschen geilen Stuff. Schrotflinte, das heißt, ich habe halt eine Schrotflinte. Okay, ich habe keinen... Ja, Bohrer-Treibstoff hilft mir nicht viel. So, ich habe auch wieder das und das. Ich habe 4 Nieten, fuck, die Bitch. Hey, wieso musst du denn jetzt zurück? Widerwärtig. Hallo? Gib das sofort her. Das ist unbezahlbar. Himmel! Hä, wieso muss ich denn jetzt zurück? Verstehe nicht. Ne, Moment mal, das ist ja die richtige Richtung. Ach du Scheiße. Plasmini verleihen unglaubliche Kräfte. Köder. Erzeugt einen Köder, der Angriff von dir weglockt. Friere deine Gegner und schlage sie in 1000 Stücke. Alter, ich habe voll viel Adam. Ich habe Fallen. Winterblast ist eigentlich schon ganz geil, ne? Das kann
kostet ein Plasmid-Slot? Okay, den nehmen wir jetzt erstmal. So, ja. Ja, das ist toll. Und dann den Winterblast, ja. Und den packen wir hier. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. So. Oh, sieht eklig aus. Jetzt müssen wir aber erstmal... So, den muss ich erstmal hier, ne? Und ohne geht's ja nicht, ne? Verleugnest das Lamm? Ach, okay. Dadurch sind die zwar schön einfach zu killen, aber das ist der große Nachteil daran. Ich krieg natürlich von denen dann keine Sachen mehr, ne? Jetzt will ich aber erstmal da. Achso, da kann, okay. Ja gut, hat mir total viel gebracht, hier nochmal herzukommen. Ich dachte, dass ich da hinten irgendwie noch was machen kann. Achso, ich kann einen Notschalter ausmachen. Moment. Ich den jetzt ausmachen, ne? Okay. So. Halb eins haben wir es echt. So, ich kann den... Okay. Erstmal hacken. Hätte ja auch hier, klar, hier war ich ja schon mal. Ich habe hier noch gar nicht durchsucht. Religionsfreiheit, Doktor? Zu Hause können Sie sich vor jeden eingeborenen Gott hinknien, solange Sie wollen. Aber in Rapture ist die Freiheit unser einziges Gesetz. Hier ist der Mensch nur sich selbst verpflichtet. Etwas anderes zu unterstellen, ist strafbar. Fragen Sie sich, Andrew. Was ist Ihre große Kette des Fortschritts anderes als eine Religion? Die Kette ist das Symbol für eine irrationale Kraft, die uns den Himmel bringen soll. Auch nicht weniger mystisch als die Kruzifixe, die Sie beschlagnahmen und verbrennen lassen. Scheiße, okay, das Ding ist interessant. Interessant. Das machen wir gleich nochmal. Ich brauche niemanden. Ich habe das Rennen. Jetzt habe ich alles. Oh oh. Aua. Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Alter. So, ich wollte eigentlich das hier hacken. So geheilt bin ich schon, okay. Ah, da vorne, oh, puh, wie. Kosten die Sachen da drin eigentlich dann noch weniger?